Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Pokal Viertelfinale. Für mich eine Premiere. Ich war vorher noch nie beim Pokal, mit Radio vom zumindest. Und bei mir sind die Kieler Jungs Flo und Simon. Glückwunsch zum Sieg. Ihr seid im Final Four. TuS Lübeck besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. War es die erwartet schwere Aufgabe gegen einen ekligen SH-Ligisten? Ja, also wir kamen eigentlich ganz gut ins Spiel so rein. Zogen recht schnell so 3-0 davon, hatten dann so ein paar unkonzentrierte Phasen. Im Endeffekt war das eigentlich, finde ich, jetzt eine souveräne Vorstellung, wo es jetzt nie in Gefahr irgendwie war. Zum Schluss noch mal ein paar unnötige Sachen so, aber im Grunde genommen war das eigentlich eine solide Vorstellung von uns. Halt ein paar Phasen dabei, die nicht so aussehen sollten. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ihr habt einen Tag vorher auch schon gespielt in der Liga. Liga-Alltag, dann plötzlich Pokal. Wie wird diese Doppelbelastung in der Mannschaft gesehen? Wie schwer war es? Ja, es war, man hat schon gemerkt, auf alle Fälle, so gerade heute in der 40. Minute war es ja sehr anstrengend, aber Dennis hat schon gestern darauf geachtet, dass wir sehr viel gewechselt haben, sodass nicht jeder total ausgeschöpft war gestern. Und ich denke, so kann das jeder ganz gut meistern von uns. Da habt ihr ja auch einen starken Sieg eingefahren bei der zweiten Mannschaft von Schwartau. Aber trotz dessen, alles andere als ein Sieg, wäre heute eine Überraschung gewesen, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Favoritenrolle angenommen. Und die nächsten Aufgaben jetzt, bevor wir zum Final Four gleich kommen, sind Norderstedt, genau, Norderstedt, Hamburg Nord und Wift. Wo wollt ihr Anfang Dezember in der Liga stehen? Ihr kommt ja so langsam, habe ich das Gefühl, in den Flow rein, oder? Ja, schön wär's. Nein, also kommen wir, wir sind schleppend gestartet mit 2-Tore-Unterschied gegen Schilp und so, aber wir versuchen natürlich ganz oben anzugreifen oder im oberen Drittel zu stehen. Und die Krönung wäre natürlich, dass wir auch Wift schlagen. Das spielen ja so ein paar Kumpels von uns und das wäre natürlich super. Und in Norderstedt, denke ich, wird das nächste Woche auch ganz schwer. Aber ich denke, ja, deswegen. Und ja, wir gehen aber, denke ich, voller Motivation da rein und wir denken ganz gut, dass wir da auch Punkte mitnehmen nach Hause. Also THW gegen Wift, geiles Spiel auf dem Freitagabend, 2. Dezember, glaube ich. Da wird die Halle voll sein, da gehe ich fest von aus. Und dann das Final Four, ihr bewerbt euch auch um die Ausrichtung, glaube ich. Jetzt könnt ihr nochmal hier ein bisschen Werbung für eure Helmut-Wried-Halle betreiben. Ja, wäre natürlich klasse, wenn ihr da alle kommt. Wird, glaube ich, eine prima Sache. Ist ja auf den Samstag dann, nehme ich an, ne? Oder Samstag und Sonntag. Sonntag, genau. Wäre natürlich klasse, wenn da die Halle ein bisschen voll ist und ihr da ordentlich Stimmung macht, damit wir den Pott holen. Mal schauen, ob Kiel den Zuschlag bekommt. Kiel dabei, Mönckeberg-Schönkirchen mit dabei, Wift auch. Wahrscheinlich, ja. Also das wird ein richtig spannendes Final Four, das kann man sagen. Ich gratuliere euch zum Einzug ins Halbfinale. Danke. Und kommt gut nach Hause. Flo Danke. Und Simon. Danke. Ciao. Ciao.